Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Lehrfilms zum Thema Kernphysik. Diesmal geht es um die Kernmasse und den sogenannten Massedefekt. Wir haben uns angesehen den Zerfall des Bariums in Radon und ein Alpha-Teilchen und haben diesen ganzen Vorgang vor allem energetisch betrachtet und waren in der Lage, die kinetische Energie dieses Alpha-Teilchens auszurechnen. Was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass kinetische Energie zur Verfügung steht und das bedeutet auf der anderen Seite, dass die Masse auf der linken Seite etwas größer sein muss als die Massen, die wir hier auf der rechten Seite haben. Wie kann das aber sein? Wir haben ja hier eine bestimmte Anzahl Neutronen und eine bestimmte Anzahl Protonen. Und die ist natürlich, weil es ein Alpha-Zerfall ist, genauso groß wie die Zahl der Neutronen und Protonen hier auf der rechten Seite. Wie kann da also links mehr Masse sein als rechts? Die Vermutung liegt nahe, dass es mit den Kernmassen nicht einfach so ist, dass man die Massen der Nukleonen aufaddieren kann, um zur Masse des Atomkerns zu kommen. Und genau das wollen wir uns jetzt ansehen. Wir betrachten ein Lithiumatom, und zwar genau genommen das Lithium-7-Atom, bestehend aus drei Protonen, vier Neutronen und nicht zu vergessen drei Elektronen. Wir wollen einmal ausrechnen, was da so an Masse zusammenkommt und das damit vergleichen, was so ein Lithiumatom denn in Wirklichkeit wiegt. Das heißt, wir müssen hier wirklich mit Messwerten arbeiten und nicht mit blanker Theorie. Es gibt diesen Messwert für die Masse eines Lithium-7-Atoms, 7,016005 U, also ein sehr genau gemessener Wert. Das ist auch nötig, wie wir sehen werden. Und womit muss ich das jetzt vergleichen? Eben mit den Bestandteilen des Lithium-7-Atoms, eben mit drei Protonen, drei Elektronen und vier Neutronen. Ich nehme also drei Wasserstoffatome, genau genommen muss ich drei Protonatome nehmen, also H1-Atome, damit habe ich drei Protonen und ich habe drei Elektronen in dieser Berechnung drin. Das ergibt diesen Wert. Dann kommen vier Neutronen dazu mit diesem Messwert für die Neutronenmasse. Und ich komme dann auf diesen Wert jeweils in der Einheit U. Ja, dann will ich das natürlich damit vergleichen, was das Lithiumatom in Wahrheit wiegt. Und ich addiere also die zwei Zahlen auf, komme auf diesen Wert, der sich von dem doch unterscheidet. Und ich nehme die Differenz, das ist ein Delta M, ein Massenunterschied zwischen der Masse des Atoms und der Masse seiner Bestandteile. Und dieser Massenunterschied ist negativ, minus 0,042156 U. Diese Massendifferenz ist bei allen Atomen, allen Atomkernen negativ. Das heißt, ein Atom wiegt immer weniger als seine Bestandteile. Und das müssen wir verstehen. Zu so einem Massendefekt, von dem man da spricht, eben weil es immer negativ ist, ist es ein Defizit, ein Defekt. Zu diesem Massendefekt gehört eine Energie, die ich über E gleich mc Quadrat ausrechnen kann. Und wenn ich jetzt für E entsprechend, für U entsprechend Megavolt, den Wert in Megavolt, Megaelektronenvolt durch C Quadrat einsetze, komme ich auf diesen Wert von minus 39,26 Megaelektronenvolt.
Das ist es, was es jetzt in dem Beispiel hier dem Lithiumatom an Masse fehlt gegenüber seinen Bestandteilen. Wie kann man das erklären? Überlegen wir uns, wie sich denn die Energie eines Atomkerns eigentlich zusammensetzen sollte. Der Kern sollte zunächst mal aus seinen Nukleonen bestehen, aus Protonen und aus Neutronen. Seine Energie sollte sich also zusammensetzen, zunächst einmal aus der Ruheenergie der Protonen und der Ruheenergie der Neutronen. Ich habe Z Protonen und ich habe N Neutronen. Und deswegen soll ich die in dieser Weise aufaddieren. Nur sind diese Protonen, Neutronen vermutlich gar nicht in Ruhe, sodass sie eine kinetische Energie haben. Und zu der gehört eine Masse, die dazukommen sollte. Das sollte den Kern zunächst mal etwas schwerer machen, als er ohnehin schon ist. Und dann kommen aber auch potenzielle Energien dazu. Potenzielle Energie nicht etwa in irgendeinem Gravitationsfeld, sondern potenzielle Energie im Coulombfeld und potenzielle Energie vor allem durch die Kernkraft. Die Kernkraft, die diesen Kern zusammenhält. Das ist die überwiegende Kraft. Deswegen gibt es den Atomkern überhaupt. Deswegen müssen wir vor allem an die denken, wenn wir hier an potenzielle Energien denken. Die Kernkraft ist eine attraktive Kraft und deswegen ist diese Energie, die dazugehört, negativ. Denn ich muss ja Arbeit verrichten, um ein Nukleon aus dem Atomkern herauszuholen. Wenn ich den Atomkern in seine Bestandteile zerlegen will, muss ich Energie aufwenden. Ich muss Arbeit verrichten. Das Ergebnis dieser Überlegung ist hier noch einmal zusammengefasst. Eine interessante physikalische Größe in der Kernphysik ist jetzt nicht nur diese Bindungsenergie, sondern vor allem die Bindungsenergie pro Nukleon. Das heißt, man dividiert die Bindungsenergie eines Nukleons durch die Anzahl der Nukleonen. Beim Lithium-7 wären das jetzt für Eb, für die Bindungsenergie, minus 39,26 MeV. Das ist der Wert, den wir ausgerechnet haben. Die Nukleonenzahl ist 7, sodass man für Eb durch A den Wert minus 5,61 Megaelektronenvolt erhält. Wieso das eine wichtige Größe ist, sieht man, wenn man das einmal gegen A aufträgt. Das ergibt diese interessante Kurve. Wir haben hier, wie gesagt, die Bindungsenergie pro Nukleon und wie versprochen ist sie immer negativ, egal für welchen Atomkern. Und das ist eben aufgetragen gegen A. A nimmt von links nach rechts immer mehr zu. Wir haben jetzt zum Beispiel hier den Wert 0 für Eb durch A. Das heißt, wir haben hier keine Bindungsenergie und das ist wirklich nur beim H1 der Fall, eben beim Protium. Ansonsten haben wir immer negative Werte und sehr interessant ist die Tatsache, dass man ein Minimum hat. Das wird uns später helfen zu verstehen, wieso man bei Kernfusion Energie gewinnen kann und wieso man auch bei Kernspaltung Energie gewinnen kann. Deswegen ist das vielleicht die wichtigste Kurve der Kernphysik.
Jetzt sollte jeder in der Lage sein, die Aufgaben 2.1 und 2.2 zu machen.